Heute wird geil. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von Pete's Meat kocht. Heute ist es nicht wie sonst. Heute ist es nicht so, dass wir einfach irgendwas nach Rezept kochen. Heute wird jeder von uns euch zwei eigenerdachte Burger-Kreationen präsentieren. Jeder von uns hat ein bisschen überlegt und hat dann eine Idee bekommen für einen Veggie-Burger und für einen Burger, der full-on übertrieben ist. Und der Grund dafür ist, dass die heutige Folge gesponsert ist, und zwar von Outriders. Outriders ist ein RPG-Shooter mit brutalen Kräften und intensiver Action von Square Enix und People Can Fly. Das Spiel bietet einen Mix aus detaillierten RPG-Mechanismen und einer spannenden Geschichte in einer sehr düsteren Sci-Fi-Welt. Und das Spiel ist erhältlich für PC, Xbox, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S und sogar Google Stadia. Die Xbox-Version ist im Xbox Game Pass verfügbar. Falls ihr wie wir die Demo gespielt habt oder die mal ausprobieren wollt, könnt ihr den Fortschritt dieser Demo für die Vollversion übernehmen. Und die Demo ist auch weiterhin online. Wir haben in der Demo den Koop-Modus für bis zu 3 Spieler gespielt. Man kann es aber auch als Einzelspielerspiel spielen, wenn man möchte. Man kann auch zwischendurch wechseln. Der Ein- und Ausstieg ist fließend. Und Crossplay ist ebenfalls möglich zwischen unterschiedlichen Plattformen. Fürs heutige Video sind die 4 unterschiedlichen Klassen im Spiel sehr wichtig, denn wir werden 2 davon in einen Burger verwandeln. Es gibt in Outriders einmal den Pyromant, der macht sehr viel Feuer. Es gibt die Assassine, im Englischen Trickster, die manipuliert Raum und Zeit. Es gibt den Verwüster, im Englischen Devastator. Das ist so der Tank, der richtig viel aushält. Und es gibt den Technomant, eine sehr vielseitige Klasse, die Gadgets nutzt. Und wir machen heute Burger zu den Themen Trickster, also Assassine, und Verwüster, also Devastator. So sieht's aus. Und ich starte heute mit dem Trickster, also dem Veggie-Burger. Und mein Veggie-Burger sieht folgendermaßen aus. Selbstgemachtes Burgerbrötchen, ne, haben wir ja schon mal gemacht. Selbstgemachte karamellisierte rote Zwiebeln. Die habe ich schon mal in dem Wagyu-Video gemacht, was jetzt bestimmt oben rechts eingeblendet wird. Rote Paprika über Flammen geröstet. Dann Halloumi, das Fleisch natürlich. Rucola. Und ich werde zubereiten eine Paste aus Knoblauch, Tomaten und Avocado. Und das wird mein Trickster. So, jetzt hat Peter auch genug gelabert. Gehen wir also hin. Ich habe mir 2 Sachen ausgedacht natürlich. Einmal machen wir einen veganen Burger und einmal machen wir einen möglichst fleischlastigen. Ich möchte den veganen Burger mit relativ normalen Buns machen, aber mit Lebensmittelfarbe dann richtig klischee-mäßig grün färben. Mal gucken, ob das funktionieren wird. Hauptattraktion sind 2 Beyond Meat Patties. Dazu soll es dann eine Kombination geben aus veganem Pesto und einem Ticken Creme Fraiche. Und dann mal gucken, wie das so harmoniert. Natürlich ein paar Tomatas, Ketchup, Zwiebel. Ich glaube, das wird geil. Das kann ich mir das schon vorstellen. Der Devastator sollte eher fleischlastig sein. Und dachte ich mir so, Alter, brauchst du ja richtig viel Platz. Und deswegen gab es ein komplettes Schweinefilet dafür mit vernünftig Bacon. Und als Buns benutze ich da ein quasi geschnittenen, ungefähr handgroßen Leib Brot. Ich dachte mir, ich tanze mal vollkommen aus der Reihe, weil wenn das die Vorgabe ist, dann kann ich eine Menge machen und interpretiere das mal etwas freier, ja? Der Veggie-Burger wird ein Nachtisch. Mithilfe von Vanillepudding, Schokopudding und grünem Wackelpeter einen Burger quasi nachformen. Ich habe dafür mir ein Glas überlegt, unten für das Burgerbrötchen der Vanillepudding sein, dann kommt der Patty mit Schokolade, dann kommt wieder ein Bun oben drauf. Und dazwischen kommt natürlich noch das Salatblatt in Form von Wackelpeter. Ja? Da bin ich mal gespannt, wie das am Ende aussieht und ob das überhaupt alles funktioniert. Ich habe hier extra für den Devastator so richtig grobes Hackfleisch besorgt. Also fleischig, ne? Mit Bacon und so. Und bei dem Trickster werden wir etwas vegetarisch werden. Dort haben wir vegetarische Patties, Avocado, Tomaten, Knoblauchsoße und sowas. Und als Highlight so ein bisschen Nachos. Für den Devastator brauche ich Hackfleisch, um gleich die Patties zu machen. Bacon. Ich werde meinen Burger jeweils auf einer Mini-Pizza platzieren. Cheddar natürlich, kein Schablettenkäse. Ich weiß, vielleicht seid ihr enttäuscht. Tomate und Salat muss ich mal gucken. Und dazu wird es die Wooster-Soße geben, die wir letztens zu dem Wagyu gemacht haben. Mein Trickster wird bestehen aus diesen veganen Patties.
also das wird für meine Frau alles gemacht, ne? Die braucht ja auch was zu essen. Als Brötchen werde ich diese Toasties benutzen. Mungobohnen werde ich da drauf machen. Und als Soße wird es eine Sweet Chili Soße geben. Also wenn ich jemals Platzprobleme hatte, dann heute. Ist alles voll. Ich werde mit dem Devastator beginnen. Zuerst werde ich jetzt die Patties formen, damit die dann auch ein bisschen die Gewürze noch einziehen. Danach werde ich die Soßen machen. Ja, und dann gucken wir mal. Die Pizza, ja, die kommt als letztes in den Ofen. Also, da rein kommt jetzt ein Teelöffel Salz. Pfeffer, ein halber Teelöffel. Kräutersalz, ein Teelöffel. Dann nehmen wir etwas Thymian, gleiche Menge Oregano. Das muss fetzen, muss das. Gut, fangen wir logischerweise mit dem Vanillepudding an. Rein die Luzi. Genau 500 Milliliter. 500 Milliliter, circa 6 Esslöffel abnehmen und damit das Puddingpulver und etwa 2 gehäufte Esslöffel Zucker anrühren. Also 2 gehäufte Esslöffel. Ups. Ja, nice. Scheiße. Ja, geil, jetzt habe ich hier alles voll mit Zucker. Ja. So, wir müssen als allererstes Bacon anbraten. Ich habe etwas vor. Ich habe vor, das Patty quasi nicht nur aus Hackfleisch zu machen, sondern unter das Hackfleisch auch noch Bacon klein zu stampfen, also richtig schön knusprig anzubraten. In den einen Patty würde ich so 3 Scheiben Bacon machen und dann nachher 4 Scheiben Bacon obendrauf. Für meinen Trickster starten wir mit der Avocado. Oh oh. Houston, diese Avocado macht Probleme. Oh shit, die ist noch ein bisschen frisch. Das ist geschmacklich nicht schlimm, das ist nur ein Konsistenzproblem. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man Avocados mixt. Aber ich bin bereit, das herauszufinden. Okay, das geht grundsätzlich ja schon mal in die richtige Richtung, würde ich mal behaupten wollen. Ah, ich hasse das. Gibt es da einen guten Trick für, wenn man die Scheiße unter so einem fucking Stabmixer wieder vernünftig rausbekommt? Ich will keinen Fall hier Schwund haben. Wir fangen natürlich mit einem veganen Burger an, weil ansonsten habe ich nämlich meine ganzen Utensilien mit Fleischsaft infiziert. Das wollen wir nicht. Moment, warum machst du Geräusche? Warum bist du schon an? Ich habe extra ein paar Buns gekauft, weil ich nicht genau weiß, wie das funktioniert, weil ich sowas noch nie gemacht habe. Weil hier steht nur drauf, Farbstoff einfach in die zu färbende Speise einarbeiten, mit einer kleinen Menge beginnen und so lange Farbstoff zugeben, bis die gewünschte Farbton erreicht ist. Dementsprechend wäre meine erste Idee, ich nehme jetzt einen ganz, ganz kleinen Schuss Wasser, packe da ein bisschen Farbstoff rein und male das dann an. Aber keine Ahnung, ob das funktioniert. Wir ändern dann nochmal kurz den Trick. Knoblauchgranulat. Ja, gut, das haben wir. Zwiebelgranulat, halber Teelöffel. Ja. 2 Spr Tabasco. Was sind denn 2 Spr? 2 Spritzer? Natürlich immer die Frage, wie viel man spritzen kann. Oder Sprenkler. 2 Spritzer. 1 Spritzer, 2 Spritzer. Das wird man doch niemals merken. Der muss doch fetzen. Aber wobei, wir machen ja auch noch die Soße. In eine Schüssel geben und gut miteinander verkneten. Am besten mit feuchten Händen oder mit einem Mixer mit Knetenaufsatz. Dafür mache ich mir jetzt nicht den Mixer dreckig und nicht nass. Okay. Ich lasse dich jetzt einfach 15 Minuten hier ziehen. Pudding dazugeben. Und dann, wie viel waren das? 6 Esslöffel. Ach scheiße, jetzt habe ich die Packungsbeilage weggeworfen. Fuck. 6 Esslöffel abnehmen. Die übrige Milch zum Kochen bringen. Alles klar. Alter, was ist denn das für ein Klumpenscheiß? Isst ihr eigentlich Pudding mit oder ohne Haut? Ich muss sagen, ich könnte gar nicht genug Haut kriegen, ja? Come on. Ja, als ob das direkt anfängt. Und nochmal aufkochen. Oh, Alter. Das schaut doch gut aus. Bitte Glas zerspringen jetzt nicht. Scheiße. Gesaut. No. No. Ja, geil. Direkt beim ersten, Alter. Ja, scheiß drauf. Das muss jetzt kühlen. Gut, also die erste Stufe ist quasi getan. Wir haben den Boden. Dann kommt da der Schoko drauf. Dann kommt der Wackelpeter drauf. Und dann kommt noch mal ein bisschen was von dem Vanillepudding drauf. Ich hoffe, das kann ich so rüberlöffeln. Das ist zumindest der Plan. Ich habe keine Lust, oder nicht keine Lust. Ich kann nicht so viel Pudding essen. Der Devastator, der Tank, habe ich mir gedacht, da kann es nicht mit so einem kleinen Brötchen gehen. Das ist hier so ein richtig fetter Bagel. Oha, jetzt geht auch los. Okay, hat natürlich stilecht ein Loch, ja. In der Zwischenzeit war die Idee, dass man sowohl aus der Avocado so ein bisschen Guacamole-mäßig das macht, aber auch aus den Tomaten die sehr klein schneidet und dann irgendwie in Öl einlegt. Damit mixen wir jetzt noch klein geschnittene Tomätchen. Ja, ich mache heute einen Burger, den teilen sich dann meine Freundin und ich, weil wir danach ja noch den anderen Burger machen, den Devastator. Wird auch nochmal ordentlich reinballern, das heißt, wir teilen uns heute beide Burger. Ich denke mal, das wird dann schon ein ganz gutes Abendessen sein.
Jetzt haben wir die Tomaten hier noch drin. Vermischen das mal alles. Grundlage haben wir. Also wir heizen das Ganze jetzt ein bisschen an, damit das quasi trocknet. Ich weiß aber nicht, ob das gut ist oder funktioniert. Nur ein paar Sekunden. Müssen wir jetzt irgendwie runterkriegen. Nein! Fliehe mit mir! Oh Gott, ist das zu nass oder was? Jo, das ist einfach zu nass. Okay, bessere Idee. Wir legen so nochmal drauf. Ja, mal gucken, ob das jetzt was wird. So, während das da kurz macht, können wir schon mal die Zwiebelstreifchen schneiden. Stück ist auf. Okay. Besser. Auf jeden Fall besser. So, ein bisschen später. Ich habe hier schon mal das vorbereitet. Den Schokopudding. Irgendwie ist der deutlich klumpiger. Ich bin sehr verwirrt darüber. Hier ist mittlerweile, ne, schön fest der Spaß. So. Ja. Geil. Ich glaube, so sollte es sein. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn da quasi dann der Wackelpeter drauf muss. Ich habe sogar im Spiel noch eine Nebenrolle gesprochen, während ich jetzt hier so fleißig am Schnibbeln bin. Kann ich ja mal erzählen von meinem geilen Synchronjob, bei dem ich Echo Fresh auch noch vor Ort getroffen habe. Der spricht nämlich auch eine Rolle da. Und meine Quest ist die Geschichte der Outriders in Trenchtown. Dort kann man mich treffen, am Bauernhof später. Und auch Echo Fresh kann man da treffen. Ich habe ihn dann vor Ort getroffen, war echt ein cooler Dude. Man hat gemerkt, der hat das schon öfter gemacht. Ich habe sie zwar leider selber auch noch nicht gespielt, weil so weit bin ich noch nicht. Aber könnt ihr ja mal gerne nachgucken und vielleicht fällt es euch ja auf und erkennt meine Stimme wieder. Scusi, die Quest heißt nicht die Geschichte der Outriders, sondern das Erbe der Outriders. So, und hier zu den Tomaten machen wir jetzt noch geiles Öl da rein. Knoblauchöl. Sehr schön, dass wir... Da kann das so ein bisschen einziehen. Und dann haben wir die erste Zutat für unseren Trickster am Start. Was uns jetzt also noch fehlt, ist der Halloumi-Käse. Denn alles andere haben wir. Machen wir hier mal an den Spaß. Bisschen Olivenöl. Ich kenne mich zugegebenermaßen mit Halloumi-Käse nicht besonders gut aus. Okay, das ist halt einfach so ein Block oder was? 3 bis 4 Minuten von jeder Seite. Ist schon heiß? Naja. So, nach Packungsbeschreibung ist der Käse fertig. Ach komm, jetzt stell dich doch nicht so an, du blöder Kackkäse. Rösten wir das noch kurz hier an, wa? Und probieren in der Zwischenzeit Quietschekäse. Das wollen wir abquietschen. Ey, sorry, ich dachte, du weißt, was Halloumi ist. Schmeckt aber gar nicht so scheiße, ehrlich gesagt. Jetzt hier ab. Oh, nochmal schön angeröstet von unten. So, jetzt werden wir Folgendes machen. Die sehen zwar jetzt nicht perfekt aus, aber hey, ne, so what? Jetzt wird das Beyond Meat vorgebacken. Und bis dahin, gucken wir von der anderen Seite. Ja, ein bisschen grün. Ja, weniger. Das ist einfach der Deckel. So, was wir dafür noch brauchen, ist auf jeden Fall eine geile oder ein paar Scheiben geile Tomätjes. Wuff, wuff. Und jetzt machen wir Folgendes. Sehen wir das Pesto, reiben den Boden damit ein. Ein kleiner Klecks veganes Creme Fraiche mit dazu. Dann kommt eine Scheibe Salat als eine Art Trenner. Wobei, so. Ja, ich glaube schon. Komm raus! Da, jawoll. Da haben wir ein gutes Salatblatt. Dann kommt ein Stück Fleisch drauf. Dann kommen die Tomaten, der Salat, Tomaten, Zwiebeln, Salat, Fleisch und nochmal. Dann würde ich, glaube ich, mit der Thai-Soße beginnen. Ich weiß jetzt aber natürlich auch nicht, wie die Dinger schmecken. Muss man die salzen? Soll die schon gesalzen? Ja. Ja? Okay. Also, das soll ein bisschen fetzen, das Zeug. Deswegen, da stehen 2 Chilischoten. Gibt ja große und kleine. Ich werde jetzt mal kurz die kleine hier probieren. Um zu testen, wie viele Umdrehungen die Dinger denn so haben. Ja, ich glaube, die 2 reichen. Okay, Wasser haben wir auch. 120 Gramm Zucker. Da müssen wir mal die Waage frei machen. Und der Knoblauch, der muss natürlich mit da rein. Chilischoten sind drin. 1 Teelöffel Meersalz. Das ist ja komplett vollgesalzen. Ja, das passiert halt leicht, wenn die Gewürze über dem Kochtopf würzt werden. Logischerweise. Gott, Alter, das ist ja mega hart. Seid ihr sicher, dass das... Oh mein Gott, Alter, ist das zum... Das ist zum Drehen. Das ist nicht hart, das ist kein Salz, das ist Plastik. Jetzt müssen wir ein Beutel Götterspeise in etwa 100 Gramm Zucker, habe ich schon mal abgewogen, in einen Kochtopf mischen, dann mit 500 Milliliter Wasser und einem Kochlöffel verrühren. Okay, man riecht den Waldmeister schon mal ganz gut. So, da 500 Milliliter reinrühren. Lol, welche eine Farbe. Einfach direkt
voll grün. Unterrühren, erhitzen, bis sich alles gelöst hat und nicht kochen lassen. Dann mindestens 5 Stunden in den Kühlschrank stellen. 5 Stunden? What? Ja, 5 Stunden, so viel Zeit habe ich nicht. Bis das Abendessen fertig ist. Ja, als ob das so lange dauert. Scheiß Götterspeise. Fuck my life. Okay, im Zweifel müssen wir halt morgen weitermachen. Ich wollte heute Nachtisch essen. Mehr nicht. Nur ganz wenig. Das Salatblatt ist ja auch nicht so viel. Ich lasse das hier jetzt irgendwo stehen. Das Fleisch sieht, beziehungsweise das Beyond Meat sieht sehr gut aus. Deswegen kommt das jetzt hier drauf. Jetzt kommst du hier drauf. Und so 2 geile Tomatenscheiben mit drauf. Geile Zweibel. So, auf die Kopfseite kommt ein bisschen Ketchup. Oh nein, nicht hinten rüberfahren. Junge, das ist echt das beschissenste Ort, den ich mir da ausdenken könnte für einen Tischgrill. Der einzige Ort, wo er nicht aufgeht. So, dann das, der Trickster. Ich gebe ganz ehrlich zu, das mit den Buns hat nicht gut funktioniert. Dann ändert aber bestimmt nichts daran, dass der Rest ziemlich, ziemlich geil sein wird. Und deswegen werden wir das jetzt direkt einfach mal direkt wegprobieren. Avocado-Creme für den Trickster. Den benutzen wir als Kleber für Rucola. Darauf machen wir Paprika. Und darauf machen wir, oh, klebende, karamellisierte Zwiebelchen. Darauf kommt Halloumi. Und darauf, aus. Ne, sieht mega gut aus, finde ich auch. So. Dann die Vorspeise ist fertig. Mmh, geiler Burger. Selbstgemacht. Geil. Ich würde sagen, ab dafür, ne? Probieren geht über studieren. Das ist ein verdammt geiler Burger. Alter Vater, ey. Die Creme Fraiche auch richtig geil. Kann ich empfehlen? Ich würde sagen, auf der Burger-Skala 8,5 von 10. Ich liebe Beyond Meat. Mega geil. Wir gehen zum fleischlastigen Burger. Da wir uns den ja teilen, den Burger, müssen wir den noch einmal in der Mitte durchtrennen. Das freut mich besonders, weil das bedeutet, ich kann etwas machen, was einer meiner liebsten YouTube-Kanäle immer macht. Das ist ein Kochkanal namens Binging with Babish. Mmh. Geil. Das ist er. Wollen wir mal genießen, wa? Erster Eindruck. Oh. Da haben wir geschmacklich aber einiges richtig gemacht, Hani. Ich würde sagen, den essen wir mal auf und dann gibt es die erste Wertung. Okay, das war Burger 1, mein Trickster. Also, das war fucking awesome. Also wirklich super, super geil. Also am geschmacksintensivsten muss man sagen, sind schon diese gerösteten Paprikaschoten, die eingelegt sind und diese karamellisierten Zwiebeln. Aber die in Kombination, so ein geiles Spiel zwischen Süße und Säure. Also bei dem Burger hat alles gepasst, würde ich sagen. Meine Freundin stimmt zu, also das ist fucking awesome gewesen. Ich kann jedem von euch empfehlen, den nachzumachen. Wir haben uns dazu entschieden, die Pommes wegzulassen, damit wir nachher mehr Burger machen können, jetzt gerade wegen dieser Erfahrung. Deswegen gebe ich für diesen Burger, das ist eine der überraschendsten und coolsten und einfachsten Sachen bisher, deswegen gebe ich eine 9,5 für diesen Burger. Und als nächstes steht an, der Devastator. 180 Milliliter Wasser. Die sind vorbereitet, die kommen jetzt hier rein. 60 Milliliter Essig. Ein bisschen weniger jetzt genommen. Auf geht's. Ich weiß überhaupt nicht, was da jetzt passiert sein soll. Ich habe den Zucker vergessen. Selbstverständlich wird probiert. Okay, ich glaube, die schmeckt jetzt schon so, wie sie später sein soll. Man schmeckt alles. Das ist ja geil. Das ist immer cool. Oh, die ist lecker. Die wird jetzt umgefüllt in den Topf, aufkochen, bei 3 Minuten eindicken lassen, dann 2 Esslöffel Wasser mit der Stärke anrühren, da werden wir wahrscheinlich etwas mehr nehmen. It's Devastator Time, ja, und das wird lustig. Ihr seht hier ganz viele besondere Sachen. Der Plan ist, ich möchte einen Kassler Burger machen. Als Brötchen, quasi Bun, versuche ich Kartoffelstampf zu einer Masse zu machen, die zu panieren und dann letztendlich zu frittieren. Oh, dafür brauche ich noch. Dafür brauchen wir natürlich noch Paniermehl. Dann machen wir da Scheibe Kassler. Ja, die brate ich in der Pfanne an. Dann kommt quasi als Gemüse logischerweise Sauerkraut drauf. Und dann machen wir das nochmal mit einem frittierten Kartoffelbun durch, zu. Und dann hoffe ich, dass das geil ist. Nachdem wir jetzt schon mal den Trickster ein bisschen bearbeitet haben, kommen wir jetzt mal zu unserem Devastator. Wir haben jetzt hier Bacon, das ist knüppelhart. Das müssen wir jetzt klein matschen, so klein stampfen. So, und wenn wir jetzt damit durch sind, können wir hier einfach das Hackfleisch mit da reingeben. Zack, natürlich dann auch mit Salz und Pfeffer einmal. So, richtig schön würzen. So, und das wird natürlich auch Devastator-like, so ein fettes Riesenpatty.
So, machen wir den Grill an, stellen auf Frikando. Damit kommen wir kurz hier rüber. Da ist die Katsu-Nummer. Das muss jetzt anfangen zu kochen. Während der Spaß kocht, kann ich eigentlich die Patties machen. 12 Sekunden später. Oh, geil. Ich habe die Kamera die ganze Zeit nicht gedreht. Nice. Okay, also das sind meine Patties. Jetzt lassen wir die noch ein bisschen köcheln und andicken. Zwischendurch immer mal wieder umrühren. So, ein bisschen was. Und dann logischerweise ein Lorbeerblatt. Ich weiß gar nicht, wie viel ich dafür brauche. Das ist halt auch alles, das ist einfach alles aus meiner Vorstellung. Ja, man braucht ja nicht so viel, denke ich, an Kartoffeln. So, rein in den Topf, Salz darin. Und kochen. Wir starten heute mit einem komplett irren Ding, das ich heute auf TikTok gesehen habe. Dann habe ich spontan mein Burger-Konzept über den Haufen geworfen und wir machen das jetzt so. By the way, folgt mir auf TikTok. Ich heiße da TikTok. Ich heiße da RepeatsMeat. Ich bin super lustig. Für diese geile Idee, die ich jetzt hier habe, benötigen wir eine große Zwiebel. Wir machen im Endeffekt modifizierte Zwiebelringe mit Käse, Zwiebeln und Bacon. Oh yeah, Baby, richtig gehört. Genau das werden wir jetzt machen. Ich hoffe, das funktioniert. Wenn nicht, ist blöd. Wir nehmen hier so einen äußeren. Wir lassen einen frei. Wir nehmen hier so eine Scheibe Cheddar-Käse und packen sozusagen diesen Käse einmal drumrum, so. Und das wird jetzt umwickelt, und zwar stramm umwickelt, mit Bacon. Kein Scheiß. Und schon haben wir so einen schönen kleinen Ring. Geil. So, die beiden. Oh Mann, ist das bescheuert. Die beiden werden nachher ein wichtiger Teil unseres Burgers sein. Jetzt hier auch so ein Rost und dann in den Ofen. Bei 180 Grad. Okay, ich mache einfach alle. Lol, ich habe die Schublade vergessen. Fuck, die Fettschublade. Fuck. Das dauert kurz. Die Zutaten, die wir brauchen für den fleischlastigen Burger. Ich habe leider zu spät angefangen. Das ist Schweinefilet, was gerade macht. Wir haben natürlich noch Bacon. Wir machen dazu 2 Eier, ein bisschen Tomatenketchup natürlich, Tomaten, Salat, Zwiebel, Knoblauchsoße, eine Wunderscheibe Butterkäse. Alles wird zubereitet in diesem Küchengrill heute. Ganz kurz machen wir noch. Danach kommt der Bacon da rein und anschließend werde ich das Bun von beiden Seiten da rein tun. Einmal die Verdickung. Ein Esslöffel Speisestärke. So, eindicken lassen. Dann sollte die auch gut sein. Kann heiß werden, dann kommt der Speck da rein. Dann werde ich meine Patties anbraten. Kochte Kartoffeln. Da kommt jetzt das Ei rein. Bisschen Salz, Pfeffer. Oh, Pfeffer! Formen wir jetzt mal den ersten Patty, so wie ich mir das vorstelle. Das sollen halt so Frikadellen sein. Das klebt mir zu sehr an die Hände. Mehr Mehl. Hallo Frau Eieruhr, what's up? Oh yeah. Das ist immer noch super klebrig. Geil, das funktioniert alles vorne und hinten gerade nicht. So. Okay. Einmal drehen. Ja, das ist doch alles scheiße. Oh, das funktioniert alles nicht so, wie ich das mir gedacht habe. So eine Scheiße. Wir matschen dann genauso wie bei Devastator. Machen wir jetzt die Nachos ein bisschen klein. Dann kommt nämlich hier die leckere Avocado. Die werden dort mit eingearbeitet quasi. So, die vegetarischen Teilchen, die sind halb fertig. Aber wir müssen das Brötchen toasten. So, drauf kommt die geile Karre. Ich dachte mir, ich mixe eine Barbecue-Soße mit ein bisschen gerösteten Zwiebeln. Dann fallen die Zwiebeln nicht so sehr runter von dem Burger. Einfach ein Mischverhältnis Pi mal Daumen. Und dann natürlich noch das Hackfleisch. Machen wir 4 Patties draus. 4 Kurzanbrat-Patties. Bisschen Salz. Pfeffer kommt dann danach erst. Let's go! Wieder Zeit für unser Bun, da noch eine kleine Rüstung sich abzuholen. Kommen wir zum Assembling. So, mal gucken, wie lange das jetzt dauert. So, wunderbar. Ist der Bacon fertig. Bisher alles ganz gut funktioniert. Zu guter Letzt das Rührei oder Spiegelei. Ich habe keine Ahnung, ob das klappt. Okay, was machen wir dazu? Mach ich dazu? Okay, sehr gut. Das hat funktioniert. Kommen wir zum Brot, beziehungsweise zu unserem Bun. Dann lege ich jetzt als allererstes den noch kurz da drauf. 2 Minuten. Das gleiche machen wir noch mit der anderen Seite und dann belegen wir das Ganze. Was soll der Geiz?
Junge! Sehr gut. So, schnell die Mung und Boden waschen. Alter, die Soße. Alter, der Speck. Vielleicht lasse ich das untere auch ein bisschen länger drin. Patty, ja, schön in dem, ne? Die sind fertig. Emma, Victor. Ja, jetzt muss nur alles gleich fertig werden. Soßen sind bereit. Die Patties sind gleich fertig. Ich glaube, das könnte gut werden. Jo, ihr seid fertig. Okay, ich erkläre hiermit die Pizzen für fertig. Heiß, heiß, heiß. Hauptsache, die passen Pappen nicht zusammen. Mal gucken wir mal, wie das hier funktioniert, ne? Das ist alles viel zu groß geworden. Das ist eher Kartoffel. Ja, der Devastator ist im Zweifel dann halt viel Kartoffel. Und zack. Oh, holy shit. Ah, heiß. Ah. Ich würde sagen, ich brate den Spaß jetzt hier noch fertig und dann wird serviert. Der Trickster wird nämlich jetzt mit einer leckeren Knoblauchsoße grundiert. Dann machen wir hier die Tomaten unten als Basis. Dann kommt die Guacamole oben drauf. Dann kommen aber noch als Highlight, kommen hier noch Nachos. Hier sternförmig rumrum. Guck mal, Hase, wie cool das wird. Kommt das Patty genau da drauf. Alter, wie nice. Salsa-Soße da drauf. Dann kommt der Parmesan. Das ist quasi Käse überbacken. Oh mein Gott. Und dann kommt natürlich zum krönenden Abschluss noch ein Salatblatt hier drauf. Oh mein Gott, sieht das geil aus. Oben drauf nochmal Knoblauchsoße auf den Deckel. Halleluja. Wenn das mal nicht ein krasser Charakter ist. Ist mega gut. Da könnte ich locker 20 Euro für nehmen für den Burger, oder? Hallo, das ist voll Veggie und so. Und jetzt muss natürlich noch der Bagel in den Toaster. Unser Devastator. Beide Hälften schmieren wir mit unserer knusprigen Barbecue-Soße ein. Darauf packen wir dann zwei Fleisch-Käse-Patties, einen geilen Bacon-Zwiebelring. Und das ist der Devastator. Da ist er, mein Devastator. Da, 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 da. Wir haben jetzt auf jeden Fall das Brot gebacken von beiden Seiten. So, mit zwei Scheiben Käse. Darauf kommt unser Fleisch, Tomaten, dann ein bisschen Zwiebel dazwischen. Dann kommt der Bacon, dann kommt das Ei. Und dann zum guten Schluss nochmal Käse und die andere Seite. Käse, Seite. So, und jetzt noch einmal geil hier drauf. Timer 5 Minuten. Etwas Salat, dann die Mungobohnen, Le Soße. Und jeweils ein Scheibchen Käse. Das sind meine Trickster. Jetzt machen wir das gleiche nochmal, nur ein bisschen abgefahrener. Salat. Patty Nummer 1. Etwas Katsu-Sauce. Gurke. Tomate. Das werde ich niemals mit den Händen essen können. Tomate und der Bun. Das ist mein Devastator. Wir fangen an. Erst der Boden. Monster Nummer 1. Fleisch. Gemüse drauf. Das Ende unseres Devastator Burger. Ich kann zumindest den Devastator testen. Der andere, der Trickster, der ist noch im Kühlschrank. Der ist der Wackelpeter, ich esse den morgen. Der ist noch flüssig wie die Hulle, kannst du knicken. Dann morgen. Das Salatblatt ist jetzt fest. Jetzt muss natürlich nur noch der Vanillepudding oben drauf. Und ich sag mal so, wie es ist. Ich hatte gestern Abend noch ziemlich viel Bock auf Vanillepudding. Und das ist die Schale davon. Ohne Vanillepudding. Das heißt, ich darf den Scheiß neu kochen. Perfekt. Ey, geil, ne? Also ich meine, dann kriege ich halt wieder Pudding. Please, funktioniere. So, mein Bagel. Der dürfte jetzt schön knusprig sein. Jawohl. Oh, ha, ha, ha. Auf die Basis kommt Hamburgersoße. Dann bekommen wir natürlich die erste Schicht Bacon. Und auf diese Schicht Bacon kommt jetzt hier Röstzwiebeln. Dann kommt natürlich die Krönung, unser Patty. Und dann haben wir natürlich die gute alte Barbecue-Soße. Machen wir nochmal ein paar Röstzwiebeln obendrauf. Dann kommen die letzten beiden Bacon-Scheiben, ein Stückchen Salat. Und dann bekommen wir nochmal Hamburger-Soße auf dem Deckel. Verdammt, ich habe noch vergessen. Noch eine Scheibe Käse, kommt aber eigentlich noch unter, wir können ja nicht Salat und Bacon direkt Kontakt haben lassen. Da muss noch eine Trennschicht dazwischen. Das ist der Tag. Halleluja. Alter. Mm. Das ist ganz unscharf, Honey. Jetzt ist es wieder scharf. Der Devastator. Zwei Scheiben Fleisch, ganz viel Käse,
und ein Zwiebelring. Was ganz Feines hoffentlich. Ich wünsche mir selber guten Appetit. Hm. Ich habe fast die ganze Zwiebel mit rausgezogen. Okay, der ballert. Aber ist auch lecker. Geh erstmal auf und dann gibt es eine Bewertung. Auch der Devastator war sehr lecker, muss ich sagen. Aber nicht so überraschend und nicht so abwechslungsreich im Geschmack. Sondern war einfach ein leckerer, solider Burger. Dem gebe ich eine solide 7. 7 von 10. Also war lecker, aber jetzt nichts so, boah, krass. Und wenn ich jetzt entscheiden müsste, okay, welchen esse ich jetzt nochmal, dann auf jeden Fall den vegetarischen. Wow, wer hätte das gesagt, dass ich das jemals sagen werde? Das ist der Devastator. Der sieht ganz schön bescheuert aus, bin ich ganz ehrlich. Probieren wir natürlich den auch. Ich weiß nur nicht, ob ich da, kann ich da einfach reinbeißen? Auf die Kante schieben und dann da reinbeißen. Okay, mit dem Haufen knurrt. Was soll ich sagen? Ja, der ist okay, aber der schmeckt sogar wie der andere. Der kriegt von mir 6,5 von 10. Also bitteschön, ich gib mal her. Ladies first. Weil da bin ich wirklich gespannt, wie das schmeckt. Mm. Also ist schon mal gut. Lecker. Kannst ja nochmal weiter essen. Also ich fürchte, ich werde mit Messer und Gabel gehen müssen. Aber am Anfang ist mir das scheißegal. Der läuft jetzt schon in alle Richtungen. Schmeckt nach Pizza. Ich bin noch nicht bis zum Fleisch vorgerückt. Das sieht so fleischig aus bei mir. Ist vegan, steht drauf. Wer nicht vegan sein sollte, verklagen wir die. Kriegen Milliarden. Holy moly. Du schmeckst den Käse, schmeckst den Bacon, schmeckst die Tomate. Das Fleisch ist super. Ich esse mal eben auf. Wir haben aufgegessen. Ich würde dir den Vortritt lassen. Also ich bin satt geworden, aber nicht das ist gut. Zu überfüllt. So wie du wahrscheinlich. Ne? Oh ja. Ich fand es sehr lecker. Ich würde 7 Christian-Punkte vergeben. Okay, 7 Punkte gibt es, ne? Ja. Ja, also ich bin der Meinung, das war sehr lecker. Die Pizza unten drunter war eine gute Idee. Die Pizza obendrauf vielleicht nicht ganz. Von daher, boah, ich glaube, statt mit einer 8 gebe ich, weil ich selber dumm war und oben noch eine Pizza drauf gemacht habe, gehe ich mit einer 7,5. So war eigentlich schon ganz gut. War sehr lecker, aber ich bin sehr voll. Das war echt krass. Ich weiß gar nicht, wie ich damit anfangen soll. So, schmeckt ein bisschen wie Kartoffelpuffer. Geil. Falls. Mmh. Die Mischung macht's. Oh. Oh. Schmeckt lecker. Da ist ja auch jetzt nichts Krasses. Das geht auf jeden Fall als Burger durch, finde ich. Aber ich finde das echt lecker, weil das schmeckt halt super lecker. Man bekommt von mir eine leckere 7,5 von 10, weil es jetzt nicht boom, die Geschmacksexplosion ist, aber es ist echt lecker. Ich bin gespannt, wie ich nachher dann oder morgen dann den Pudding finde. Also, es ist vollbracht. Ich werde das jetzt mal probieren. Alles in... Okay, boah. Das sieht halt schon nicht so lecker aus. Die Schokolade ist viel penetranter als alles andere. Ich gebe dem eine 5 von 10, weil das ist jetzt nichts Besonderes. Ist halt lecker, also ich mag halt total gerne Pudding. Ich sag, es ist wie es ist, es ist Quatsch. Ich habe mir gerade überlegt, ich kann nicht mit dem Devastator anfangen. Wenn ich mit dem anfange, dann schmeckt alles, das ist zu krass. Gucken wir mal, ob wir hier reinkommen. Oha. Okay. Das mit der Guacamole ist geil und das mit den Tomaten ist geil. Aber hier hinten fällt schon der zweite runter. Ich sollte das schützen lassen. Bekommen von mir, ich glaube, dem gebe ich 9 von 10. Okay, ich esse den mal auf und dann geht es sofort weiter mit dem Devastator. So, der Trickster hat mich jetzt schon sehr glücklich gemacht. Das wird jetzt schwierig. Wow. Okay. Wow. Das ist fleischig. Aber geil. Also fleischig, aber geil, würde ich sagen. Gefällt mir auch sehr gut. Ist aber ein krasser Kontrast. Was ist denn jetzt hier weiter, Alter? Ich würde persönlich hier nicht so hoch ansetzen wie beim Trickster. Aber 8 Punkte würde ich dem schon geben. Also das ist echt der Endgegner. Wenn du einen Devastator geschafft hast, danach schaffst du auch echt alles. Also ich gebe dem Devastator 8 von 10 Sepieux. Damit kommen wir auf eine Gesamtpunktzahl von 8,5 von 10 Sepieux für die Burger heute. Denn der Trickster, der war schon nice. Der war mit 9, war der echt, der war nochmal eine Schippe geiler. Das hat richtig viel Spaß gemacht, diese Burger zu konzipieren, selber zu machen und dann auszuprobieren. Vielen lieben Dank für diese kleine Challenge, Outriders. Vielen lieben Dank auch für Sponsoren und euch ganz herzlichen Dank
fürs Zuschauen. Alle weiteren Infos zu Outriders in der Videobeschreibung. Wenn ihr auch so viel Spaß hattet wie ich heute, dann lasst gerne ein Like da oder drückt auf die Klingel, die Glocke, mein Gott. Immer die Glocken drücken, ne? Nicht vergessen, auch wenn ihr zu Hause irgendwo seid. Mit dem Finger, nicht mit der ganzen Hand. So, jetzt leckt mich am Arsch. Geil Bacon rein. Ballern. Und in dem Fall vergessen wir zumindest nicht bei mir. Veggie 1, Fleisch 0. Heißt auch schon was, ne? Outrider. Ich witter den Sturm in deinem Blut. Du stinkst nach Enoch. Aber du bist noch viel mehr. Und jetzt? Soll ich einen Gott spielen, so wie du? Ich bin kein Spieler.